Verräter. Was ist los? Werdet ihr müde? Hallo? Ich will nicht kämpfen, Mann. Schicke eure verdammte Seele direkt nach Soffengarde. Wieso passiert das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich ergeben kann. Keine Ahnung. Gut, dann laden wir. Meine Fresse nochmal. Gut, also die stürzte sich auf die anderen Magier. Ich muss mich auf Manimako stürzen. Auf Manimako. Auf, Dings stürzen. Falkar. Er ist zu schnell. Guckt euch das an, wie schnell der rennt. Da soll man hinterherkommen. Mehr könnt ihr also... Na klar, ist er zurück in die Ruinen. Der Penner. Feigling der. Ich lasse den Mann kämpfen. Haben die doch gut hingekriegt. Und jetzt ist auch ihre Krone weg. Holt euch das Juwel. Wahrscheinlich trug es der Akt. Bringt es sofort zurück zu Travet. Vor allem jetzt auf einmal ist der Schild kein Problem mehr, aber auch vorher. Nee, ist klar. Geht doch. Was? Nix. Gar nix. Geht's wahrscheinlich weiter. Und tschüss. Oh, Alter, die haben Waffen bei sich, ne? Das ist unglaublich. Bis 400 Pfund werde ich die Waffen mitnehmen, danach werde ich die liegen lassen, weil wir wollen die Quest ja fertig kriegen und nicht hier dauernd hin und her laufen. Und wir haben mehr als genug Geld eigentlich. Also ich mache das nicht so wie bei Morrowind, wo es nachher in die Millionen geht. Das muss nicht unbedingt sein. Gerade sagen, lauf schön in die Arme des Nächsten rein. Ist hier noch ein Nekromant? Nö. Anscheinend doch. So viel dazu. Okay, ab jetzt keine Waffen mehr. Und auch keine Rüstung. Einfach nur noch die Leute platt machen, Tränke mitnehmen, fertig.
gerade richtig gesehen? Spektralform. Mhm. Ja, also ihr merkt, ja. Was soll ich das jetzt sagen? Der Unterhaltungswert dürfte wahrscheinlich für euch jetzt ein bisschen geringer sein als sonst. Durch meine blöden Kopfschmerzen. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch gleich aufhören. Wenn die zweite Stunde erreicht ist. Mit Kopfschmerzen aufzunehmen ist einfach blöd. Dann werde ich die Aufnahme sonst morgen fortsetzen, wenn es mir besser geht, und dann ist gut. Ist halt ein bisschen schade, weil dann muss ich die Aufnahme halt bis morgen liegen lassen, aber dann ist es halt so, ja, mei, da kann man nichts machen. Das kommt nun mal auch mal vor, ne? Und warm wird mir jetzt auch noch. Wo geht es denn hier jetzt weiter? Ich glaube, da hinten. Oder kamen wir von da? Ne, von da kamen wir sogar. Von da kamen wir sogar. Das heißt, wir müssen hier weiter wohl. Stimmt, da stand, glaube ich, sogar noch ein Magier. Hm, da. Sehen. Wie gesagt, ich werde seine Waffe liegen lassen. Nur die Tränke und die Zaubersprüche interessieren mich jetzt. Alles andere kann er behalten. Ah ja, dann kommen wir hier hin. Interessant. Ich glaube, die Quest mache ich auf jeden Fall noch zu Ende. Mann, ja, nicht Manni Marco. Falcardi Sau. Das war nämlich der Typ aus Chardinal, der uns ertränken wollte. Der ist das. Und gleich zwei von denen. Okay. Ja, genau. Verbrenn deine Kollegin. Das ist in Ordnung. Geldsorgen haben wir ja keine. Von daher kann ich mir das ruhig leisten, die Waffen liegen zu lassen. Ist zwar ärgerlich. Oh, was soll ich machen? Das Spiel ist nun mal leider kein Risen, wo man so viel Platz hat, wie man will, sondern hier muss man wirklich aufpassen mit seinem Inventar. Ich höre Wasser. Sehr schön. Ist an seiner eigenen Kreatur zugrunde gegangen. Sehr gut. Welche Ironie. Mhm. Mit Gift getränkt. Interessant. Ist ja entspannend, was ihr so vorhattet hier. Die Steine lasse ich mal Steine sein. Und natürlich schön mit Flagge, ist klar. Sehr gut. Die Tür haben wir damit auch offen. Sie scheint ziemlich schwach zu sein, wa? So wie die Schaden nimmt. Ja, oder so.
Das geht auch. Da wollte sie genau dahin laufen, wo wir hergekommen sind. Auch nicht schlecht. Ah ja, deswegen habe ich Wasser gehört. Alles klar. Da gehen wir gleich mal hin. Gehe ich erstmal in die andere Richtung. Mal gucken, ob was da noch Schönes ist. Ist ärgerlich, dass ich die ganzen Waffen jetzt liegen lassen muss. Aber naja, lässt sich nicht ändern. Auch doch so viel. Okay. Dann hat sich das gerade erledigt. Ich wollte gerade sagen, bestimmt gibt es hier noch irgendeine Falle oder sowas. Anscheinend nicht. Merkwürdig. So, und da ist die Tante erledigt. Sehr schön. Hä? Oh! Da treibt sich einfach ein Licht rum. Na, was sag ich denn dazu? Seit Stab können wir ruhig mitnehmen. So viel wiegt er ja nicht. Glücklicherweise. Das hätte ich nicht gedacht, dass hier noch ein Licht rumlungert. Ah, guck mal an. Das denn? Schlachterfisch ignoriert mich einfach komplett. Nee, 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 das geht aber nicht hier. Drei Schlachterfische, okay. Da ist noch einer. Vier. Meine Güte, hier sind aber richtig viele drin, wa? Der dürfte schon tot sein. Ist er auch? Ja gut, dann ist auch keiner mehr drin jetzt. Alle ausgeschaltet. So, nochmal ein bisschen Gold. Sehr schön, da ist noch ein Behälter. Der Einsicht, mhm. Nochmal ein Lebenstrank. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade nicht so redselig bin wie sonst. Normalerweise rede ich ja teilweise wie Wasserfall, aber jetzt momentan ist das ein bisschen schwer. Was soll's, kriege ich mehr vom Spiel mit. Ist doch auch gut. Zu den Waffen! Zu den... Mhm. Die hatte die Magierhosen an, wisst ihr Bescheid. Die machen mich ganz nervös. Warum wollt ihr nicht sterben? Ja. Na komm, Verräter, und tschüss.
Interessante Sterbepose. Durch der Stürme. Falker Schlüssel. Kolossaler Seelenstein. Da ist er ja. Ich habe das schwarze Seelenjuwel geborgen. Es muss zurück zu Hannibal Trafen von der Geheimuniversität gebracht werden. Ein weiterer Verräter, der aus dem Weg geräumt wurde. Sehr schön. Aber eigentlich wollte ich hier noch gar nicht hin. Ich wusste auch noch nicht, ob es nicht noch einen Dialog gibt. Ich meine nämlich, es gab noch einen Dialog. Aber dadurch, dass sie ihn aus Versehen erwischt hat, obwohl wir eigentlich den anderen Typen haben wollten, naja, ist es halt so. Was soll's. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall ist er jetzt auch gerichtet worden von uns. Ja, wie viele Liche da einfach mal unterwegs sind. Das sind 2, 3 Liche. Wisst ihr Bescheid. Kann aber nicht die eine Ruine übertreffen, die wir am Ende von Dings hatten. Ach, übrigens, meine Stärke hat Schaden erlitten. Ja, das ist ja ganz toll. Ich hoffe mal, dass meine Stärke nicht zu viel Schaden erleidet, weil sonst können wir uns nämlich bald gar nicht mehr bewegen. Kannst du bitte mal kaputt gehen? Danke. Oh, apropos kaputt gehen. Ich sehe gerade, ich bin fast tot. Hm, 15 Punkte Stärke habe ich verloren. Da ich gerade schweige, müssen wir uns auf die andere Art heilen. Sehr schön, der hat sich selbst umgebracht. Der schädigt meine Stärke. Alles klar, da muss der auch weg. Klasse, der zerstört mir meine Stärke. Kannst du der Scheiße mal sein lassen, Alter? Viel Stärke habe ich noch? Scheiße. Alter, habe ich Stärke verloren. Viel zu viel eigentlich. Aber ich lade das jetzt nicht. Sowas ist immer gemein, wenn der Gegner einen stärke schädigenden Zauber drauf hat. Ja, lass den Stab sein, ist egal. Mist. Was hat das jetzt gebracht? Aua! Super. Lars fällt natürlich drauf rein. Voller Gier. Super. Eigentlich müssten wir jetzt fertig sein hier. Müssen wir unbedingt gleich erstmal die Stärke wiederherstellen. Ist ein Skandal, dass unsere Stärke so einen Schaden genommen hat jetzt. Ist echt nicht gut. Na komm schon. Danke. Oh Mann.
Jetzt. Die Sachen konnte ich gerade so noch mitnehmen. Okay, dann sind wir hier fertig. Wir haben den Stein. Ich bin so froh, euch zu sehen. Ich könnte vor Glück platzen. Habt ihr das Juwel? Bringt es sofort zurück zu Traven, sonst war der gesamte Angriff umsonst. Mhm. Machen wir aber. Erstmal gehen wir nach Skingrad, denn wir müssen einmal unsere Stärke wiederherstellen. Hallo. Hi. Und damit dürfte unsere Stärke wiederhergestellt sein. Jawohl, sehr schön. So, dann verkaufen wir erstmal die Waffen, die wir bekommen haben. Seht euch meine Ware. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Serodil. Betäubung, aha. Ihr seid... Das ist... Das ist... Das klingt... Ein gut... Wie gesagt, Geldprobleme haben wir keine mehr. Ein exzellentes Nicht wirklich. Geschäft. Guck mal, hier haben wir sogar zweimal dieselben Zauberstab schon. Das ist ein echtes Schnäppchen. Siehst du, gut. Erstmal gehen wir in die Hafen. Ich hätte jetzt fast Hafenstadt gesagt, ins Hafenviertel. Es macht immer wieder Spaß. Ja, ich weiß, es hakt sehr. Darum werden wir uns noch kümmern. So, dann ist das schon mal weg. Was stand wirklich Spektralform? Okay. Hätte ich gedacht, ich habe mich nur verguckt. Nee, nee, das war schon richtig. Den Stab der Mühse habe ich bestimmt auch schon 1000 Mal mittlerweile. Aber egal. Besser so als umgekehrt. Kehren wir zurück zur Geheimuniversität und geben die Quest ab. Was ist los? Eigentlich will ich gar nicht aufhören aufzunehmen, ehrlich gesagt. Aber was soll ich machen? Wenn der Kopf wehtut, dann macht das eigentlich gar keinen Sinn. Aber hinlegen macht auch keinen Sinn, weil wir haben schon 5:45 abends. Dann kann ich heute Nacht nämlich nicht pennen. Geht, findet Talfin und die anderen Kampfmagier. Verhindert... Das haben wir doch schon. Einsatzbereit bis zum Äußersten. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr das Juwel hierher brachtet. Ich brauche es sofort. Wir haben viel zu bereden und nur sehr wenig Zeit. Eine neue Aufgabe erwartet euch und dies ist mit Abstand die wichtigste,
mit der ihr je betraut wurdet. Seid ihr wirklich für diese Aufgabe bereit? Ich weiß nicht, was euch erwartet, aber sicher ist, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben werden, sobald ihr begonnen habt. Okay, ich bin bereit. Dann hört mich an und spitzt die Ohren. Manimako wird bekommen, wonach er sucht, doch es wird sein Verderben durch eure Hand bedeuten. Mit diesem Juwel in eurem Besitz könnt ihr seinen Versuchen, euch mit einem Bann zu belegen, widerstehen. Sobald er scheitert, sollt ihr zuschlagen. Wenn dieses Gespräch endet, werdet ihr das Juwel an euch nehmen, Manimako aufsuchen und ihn vernichten. Versucht auf jedem erdenklichen Weg zu ihm vorzudringen. Das ist unsere einzige Hoffnung, ihn zu besiegen. Ich habe volles Vertrauen in euch und überlasse daher die Gilde eurer Obhut. Sobald ich nicht mehr lebe, werdet ihr der Erzmagier und das Oberhaupt der Gilde sein. Führt eure Magierbrüder und führt sie weise. Die Zukunft liegt in euren Händen. Gehabt euch wohl. Ja. Das klingt sehr nach letzter Aufgabe. Stab der Verwundbarkeit, den nehmen wir mal an uns. Das Gewand nehmen wir auch gleich mit. Den Seelenstein und natürlich auch sein Geld. Ja, wir sind der neue Erzmagier. Was sagt man dazu? Da hatte ich das nirgendwo gehört. Schönen guten Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Seht euch vor. Der Erzmagier ist gerade gestorben. Oh, schönen Tag. Nee, ist klar. Das interessiert ihn einfach mal nicht. Ist ja auch nett. Ich bringe kurz die Sachen unter die von dem Erzmagier und danach werden wir uns auf Manimako stürzen. Ja, die Magiergilde will ich noch beenden. Ich weiß, du willst auch nur nicht aufhören aufzunehmen. Ja, das auch. Das stimmt. Weil wenn wir die nämlich fertig haben, dann sind wir schon mal einen guten Schritt weiter. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal entweder mit der dunklen Bruderschaft oder mit der Diebesgilde beginnen. Die Echohöhle, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, was die Echohöhle war. Der Aufenthaltsort von Manimako. Ihr erdreistet euch, dem Wurmkönig sprechen zu wollen? Wenn ihr um eine Audienz mit seiner Gnaden ersucht, müsst ihr diese Tür öffnen. Ich besitze den Schlüssel dazu und werde ihn mit meinem Leben verteidigen. Gut, das lässt sich einrichten. Wenn du dringend einen auf die Fresse haben willst, bitte. Düng mal schön den Boden. Dann wollen wir mal. Auf ins letzte Gefecht. Ich habe die Echo-Höhle erreicht und mir Zugang zu Manimakos Unterschlupf verschafft. Ich muss ihn im Inneren der Höhle finden und seinem Leben ein Ende machen. Und das werden wir auch tun. Hab ich mir gedacht. Ich würde vorschlagen, wir machen das wieder so bis letztes Mal. Bis zu 400 Pfund füllen wir das mit Waffen der Zauberer auf. Und den Rest spare ich mir auf. Damit wir noch Platz haben gegen Manimako. Also ich nehme nur noch einen Teil mit, nicht mehr alles. Damit wir den Dungeon einem Rutsch... War was? Der letzte Fehler meines Lebens, würdest du sagen? Nein. Dass du der Gilde bei den Nekromanten beigetreten bist, das war der letzte Fehler deines Lebens, Freundchen. So.